Hunde sind die treuesten Begleiter des Menschen. Wie der Herr, so das Gescheher, heißt es im Volksmund. Und so gibt es eine unüberschaubare Zahl von Rassen und Züchtungen. Tierschützer kritisieren allerdings, dass überzüchtete Haustiere schneller krank werden und sprechen von Qualzuchten. Das war heute ein Thema beim Animalikum-Kongress im Vorarlberg-Museum. Schäferhund, Mops und Co. In den letzten 100 Jahren wurden Hunde regelrecht in Form gezüchtet. Für die Tiere gesundheitlich eine Katastrophe. Denn für das Schönheitsideal der Menschen zahlen die Tiere einen hohen Preis. Für Veterinärmediziner längst ein großes Problem. Wir haben Schönheitsideale im Autodesign, wir haben Schönheitsideale im Möbeldesign und offensichtlich sind wir uns auch nicht zu schade und skrupellos genug, unsere Schönheitsideale auf Mitlebewesen bei denen durchzusetzen und denen aufzuzwingen. Und so schätzen viele Tierbesitzer die Probleme ihrer Haustiere vollkommen falsch ein. Eine normale banale Augenentzündung oder ein normaler Schnupfen oder ein normales Halsweh ist für den Besitzer das, was ihn veranlasst, zum Tierarzt zu gehen oder zur Tierärztin gehen. Aber im Endeffekt steckt da ein Riesenproblem dahinter, nämlich genau ein verlängertes Gaumensegel, verkürzte Atemlöcher, verkürzte, veränderte Nasengänge und verschiedene andere Probleme, die da sind. Ja. Für die Kongressteilnehmer ist klar, Qualzuchten müssen aufhören. Dementsprechend die Zuchtvereine respektive die Züchter zur Rechenschaft zieht. Also ich sehe keine andere Möglichkeit. Weil was sich verkauft, und das verkauft sich ja gut, wird ohne gesetzliche Regelungen noch weiter bestehen.